Larina, was ist Nowcare? Wollt ihr uns ganz einen kurzen Pitch machen, was euer Brand genau auszeichnet? Nowcare ist die erste Flüssigseife aus der Schweiz, die komplett plastikfrei ist, komplett frei von irgendwelchen Chemikalien, die wir nicht auf unserer Haut oder Haar möchten. Und gleichzeitig so einfach zu brauchen, dass wir alle können, Minimal Waste, also sehr, sehr abfallarm duschen und daheim leben. Was das bedeutet, ist, wir haben ein Pulver entwickelt, das ist eine Seife. Das Pulver mischt man einmal mit Hanenwasser, man tut es schütteln und dann ist es eigentlich eine Flüssigseife, so wie wir es alle kennen, wie wir im Coop oder Migros einkaufen, Haarwäsche, Körperwäsche oder Hängwäsche. Jetzt, ihr seid ja noch ganz, ganz am Anfang eigentlich von dem. Hast du mir vorher gesagt, das sägen jetzt erstmal eigentlich Samples, das ist nicht die finale Verpackung, so wie es dann mal sein sollte. Was haben Sie schon für Stolpersteine und Schwierigkeiten gehabt auf dem Weg bis dahin? Also der Weg hat angefangen Anfang 2020. Also wir sind schon eine Weile daran am Arbeiten. Nach der ersten so Konzeption, wo wir auch mit Coaches zusammenarbeiten durften, war der erste Punkt, hey, okay, das Konzept ist cool, aber geht es überhaupt? Und dann haben wir das mal angefangen, was abpackt und so ein bisschen Breaking Bad Styler Küche von Pulverli zusammenmischen. Es hat dann tatsächlich ein Seife gegeben. Also es war echt ein cooler Erfolgsmoment gewesen. Und wir haben nachher Unterstützung bekommen von der Uni Lausanne in Form von Geld und Coaching. Ja. Wir durften mit einem Labor zusammenarbeiten, das aus unserem Prototyp tatsächlich eine finale Form herstellen konnte. Das Produkt selber ist von dem her nicht die grösste Challenge gewesen. Also es hat viele kleine Stolpersteine gegeben, vor allem jetzt mit Wertschöpfungsketten, die nicht so einfach sind jetzt mit Corona. Was eine grosse Hürde ist, würde ich sagen, ist das Konzept auf den Markt zu bringen, wo es schon extrem viele Produkte gibt. Ich meine, wir haben alle auch verschiedene Seifen daheim und Pflegeprodukte. Und dann mit etwas zu kommen, was es noch nicht gibt, mit Lieferanten zu reden und zu sagen, hey, wir brauchen etwas ganz anderes, was ihr eigentlich nicht liefern. Sie wollen schon seit Jahren die genau gleichen Inhaltsstoffe produzieren, liefern und liefern. Von dem her hat sich nachher die Verpackung als die grösste Challenge herausgestellt. Darum, daher auch, das ist eine Prototyp-Verpackung, wie ich vorhin gesagt habe. Also es ist wirklich, man muss mal noch eine Flasche finden und dann mal etwas, wo auch mit unseren Werten von Nachhaltigkeit, von Simplizität, von einfach zu brauchen und schön zu brauchen, dann auch übereinstimmen in dem Sinn. Okay, also doch schon einige Schwierigkeiten. Wir wollen uns aber natürlich ein bisschen aufs Positive fokussieren. Was war bis jetzt so der grösste Erfolg? Was würdest du als grössten Meilenstein bis anhin bezeichnen? Mehrere kleine, würde ich sagen. Also es sind immer wieder kleine Meilensteine, die man erreicht und dann wie sagt, okay, jetzt haben wir den erledigt. Mhm. Das Grösste war natürlich, als wir die finale Formel hatten für das Shampoo. Wir haben angefangen mit dem Shampoo und es wirklich super funktioniert hat. Wir haben geniales Feedback bekommen. Die Leute wirklich schon nachher gefragt haben, wenn sie das Nächste bekommen. Das war ein riesen Meilenstein gewesen. Und jetzt geht auch als junges Start-up sucht man sich Hilfe, sucht man Coaching. Und wir haben irgendwie Glück gehabt, dass wir in jedes Coaching-Programm reinkommen, das wir uns beworben haben. Was auch immer wieder eine kleine Bestätigung ist, dass die Leute das Potenzial sehen, auch im Geschäft per se, nicht nur im Produkt. Und vielleicht auch ein bisschen in uns. Und ich glaube, das ist so die grössten Meilensteine gewesen. Wenn wir vielleicht ein bisschen auf das Coaching noch eingehen, in welchem Bereich sind ihr da konkret unterstützt worden? Also wir sind momentan in drei verschiedenen Coaching-Programmen. Wir sind einerseits vom Bund unterstützt, im Rahmen von InnoSuisse. Ja. Wir sind auch von BeAdvanced unterstützt, das ist ein Förderungsprogramm im Kanton Bern. Und seit kurzem sind wir Teil vom Circular Economy Incubator vom Impact Hub in der Schweiz, wo zusammen mit 32 anderen Startups dürfen wir dort wirklich spezifisch auf die Zirkularität gecoacht werden, dass wir auch wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen können. Das klingt mega interessant. Ich denke, da könnt ihr euch auch das Netzwerk natürlich ein bisschen erweitern und so vielleicht Connections schaffen, die dann später weiterhelfen. Ja, mega. Also es ist extrem spannend, was all die Startups machen in diesem Rahmen von Nachhaltigkeit und eben Circularity. Dort hat es alles von Kleider und Produkten wie uns bis zu mega coole Campervans, die umgebaut werden. Also wirklich sehr, sehr coole Ideen. Und ich habe das Gefühl, das ist genau das, was die Schweiz und die Zukunft braucht. Und ich bin mega stolz, mit Nowcare dort ein Teil davon zu sein. Das klingt super.
Jetzt würde mich noch wundern, wenn wir einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, was sind die nächsten Steps, die wir beschreiten müssen? Oder die nächsten Ziele? Unbedingt. Also die nächsten Ziele sind mal die Verpackung finalisieren. Wir sind auf dem richtigen Weg, es kommt sehr gleich. Und der grösste nächste Schritt wird das Crowdfunding sein, also wo wir auch die Produkte zur Vorbestellung freigeben. Also wir möchten unbedingt, dass die Leute wie uns auch sagen, hey, ich möchte lieber mehr Handseife zum Beispiel. Mhm. Und mir gefällt das Shampoo mega, so ein bisschen in diesem Stil. Auch für uns zum Testen und natürlich das Crowdfunding auch zur Finanzierung der Produktion. Das wird der nächste grosse Schritt sein und die Produkte kommen dann offiziell auf den Markt Anfang nächstes Jahr, Anfang Frühling in diesem Rahmen. Okay, ich freue mich auf jeden Fall schon meine Hände damit zu waschen. Wenn es euch gleich geht und ihr noch mehr über Nowcare erfahren wollt, der Link ist jetzt hier eingeblendet. Klickt drauf und schaut euch das Ganze an.